Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Ja, letzte Folge haben wir ja doch nicht dieses Nibelheimer Tal geschafft. Passiert, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Umso mehr werden wir uns heute darum bemühen, das Tal zu schaffen. Und ja, alles daran zu setzen. Alter, ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. So. Okay, scheiß Pferd. Verschwinde bitte. Ich brauche dich nicht. Du verwirrst mich nur. So. Meine Güte. So, ich wollte heute genau einmal hier rum. Wie bei Duke Nukem, na, einfach so 5 mm Hindernisse und der kann nicht drüber springen. Schrecklich. Da kriege ich wirklich die Kotze jedes Mal, wenn ich sowas habe. So. Komme ich hier hoch? Diese Bäume sind ja anscheinend immer so ein Weg, wie man Leute irgendwo hochbringen kann in diesem Spiel. Aber weiter geradeaus, okay. So, immer noch weiter geradeaus. Ja, noch weiter geradeaus. Es ist genau unter mir, vermutlich. Warte mal, vielleicht ist der auch gar nicht feindlich. Hi. Na, wunderbar. Okay. Eieieiei. Meine Güte. Hä? 2 von 5? Ach so. Ach so, ach so, ach so. Ich verstehe. Naja, ich war gerade kurz verwirrt, aber ja, das ergibt alles Sinn. Jetzt will ich hier noch gerade das Nirnwurz einsammeln. Wenn es schon so erdächtig leuchtet. Da einfach geradeaus und dann ist da anscheinend noch eins. So. Erstmal so ein Waldding, okay. Dann ist hier irgendwo einer. Och nö. Ein Häschen. Ist sehr süß. So, irgendwo hier wird das ja wohl schon sein. Könnte was essen. Brot. Noch ein bisschen höher, okay. So. Da hinten sehe ich es schon mal. Hab ich. So. Und jetzt reden wir weiter. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. So.
Jetzt hoffe ich, dass ich von dieser Seite nämlich da dran komme. Ach ja, hier ist ja der Flüsterwald. Stimmt. Ich dachte gerade, da wäre wieder was, aber es war das doch nicht, ne? So. Hier ist das Haus. Das Haus interessiert mich nicht. So, ich bin wieder in dem Wald, ne? Genau, das ist auch alles richtig so. Hi. Hör. Okay, haben wir. Dann sind hier. Hi. Einige Wölfe. Wieso hatte der schon Schaden? Ich will es nicht wissen. Okay. Hier geht es irgendwie wieder hoch. Das regt mich jetzt schon auf. So. Das regt mich so auf, ne, jedes Mal. Wenn da irgendwelche Höhen sind. Alter, ich kriege die Krise bei diesem Spiel durch sowas. Und die Wege nicht eindeutig erkennbar sind. So ein Scheiß jedes Mal. Das ist es echt, was keinen Spaß macht. So, bin ich hier richtig, ist die Frage. Ja. Hi. So. Wirklich, also sowas regt mich einfach nur auf. Ich verstehe es nicht, wieso man sowas macht. So. So, und hier unten ist das andere, okay. Wo genau sind die? Ah, irgendwas ist links von mir. Immer noch geradeaus, was? Warum Zeitkontinuum oder so? Streckt sich die Zeit hier anscheinend oder was ist los? Ne, der Raum, nicht die Zeit. Da. Zum tausendsten Mal habe ich das hier jetzt schon verlängert und. So, und da sind irgendwann schon drei Stück direkt so nebeneinander. Hä? Was? Kann ja sein. Das kann schon, aber. So, ist hier wieder so eine Scheiße, dass das irgendwo weiter oben ist? Irgendwo. Nochmal Glück gehabt. Also wegen solcher Scheiße bin ich froh, wenn das Ende zu Ende ist.
Da ist es ja, Cheaten ist ja, wir gehen jetzt von Singleplayer-Spielen aus, ich sage einfach mal, ja, das ist vielleicht sogar Cheaten. Es ist ja immer eine Entscheidung des Einzelnen. So, und wenn ich sage, wenn Leute kommen und sagen, ja, durch Cheaten geht der Spielspaß kaputt. So, dann komme ich und sage, würde ich hier nicht cheaten, dann würde mir der Spielspaß durch dieses Spiel halt kaputt gehen. Da habe ich mehr Spielspaß, wenn ich durch die Dinger das Spiel rette, für mich, als wenn ich es ohne die ganze Zeit versuchen würde. Versteht ihr, was ich meine? Dass ich einfach... Hi. Dass ich sonst einfach so gefrustet halt wäre die ganze Zeit. Sorry. Dann lieber retten. Durch einen Cheat. Sag ich mal so. Als dass das, dass ich keine Lust habe, das Spiel anders zu spielen. Oder so zu spielen, wie es, keine Ahnung, ist. Jetzt ist die Frage, ist das hier richtig? Ich, traue dem ganzen Braten noch nicht. Also... Anscheinend muss ich wirklich hier runter. So, hei. War ich hier schon mal? Die Karte regt gerade ein bisschen auf. Hi. Wow. Huch. Hi. Okay. So, irgendwo ist hier ein Teil. Ich weiß ja immer nie, was es ist. Irgendwie kann es ja entweder oder sein. Hi. So. Oh, hier ist eine Truhe. So, ungefähr geschlossen. Meine Güte, pyräische Rüstung. Rolle der Lähmung, Wasseratmung. So. Eben. Ich müsste eigentlich auch mal wieder was essen. Ja. So, ich weiß mal wieder nicht, wo die das hier aufgestellt haben. Ich hätte jetzt schwören können, dass da ein magisches Symbol ist, wie das geleuchtet hat. So. Ne, es sind alles drei, die Dinger hier, hö? Nein! Ich bin wieder an diesem Hundekotort. Ey, das kann doch nicht sein, Mann. Alter. Bengelchen. Puh.
Also jetzt haben sie aber wirklich durchgeschissen. Ei. Das Ding hier zu erreichen. Ist ja eine Tortur. Wo wirklich, also, abseits jeden Spaßes ist. Eieiei. Das kannst du echt nicht bringen. Sorry, aber, wie auch immer man das gefunden hat, weiß ich nicht. Aber das ist mega beschissen. Und, also, Alter. Hi, ein Schloss. Hoffen wir, dass es zumindest hier drin schick ist. Das ist alles sehr eng, würde ich jetzt mal so sagen. Also für Klaustrophobiker wäre der Dungeon aber nix. Sag mal, bemerken die Geister mich nicht? Okay. Das sieht nach einem schweren Gegner aus. Das sieht so aus wie dieser erste Endboss, den ich da mal gemacht habe. Wer bist du? Ulva! So, aber auch gar kein Problem. Okay. Ach Kacke, jetzt habe ich Einzelteile mitgenommen. So ein Kack braucht kein Mensch. So, eine Eispranke irgendwo hier wieder mal. Hängemoos, unzählige Bücher, die ich aber allesamt nicht sammeln kann. Kettenblitz. Oh, Gold. Eine große Menge sogar. Eine Truhe. Oh, wunderbar. So, Geselle. Heißt also, es gibt einen Ausbildungsberuf dazu, oder was? Okay, der war... War witzig, oder? Der Witz. Fand ich. Also, nicht? Okay. Gut. Daneben nicht. Bibliothek. Das ist alles sehr eng hier. Falls ich das nicht schon mal erwähnt habe. Hallo? Okay. Da geht's nicht weiter. Was haben wir hier? Hi. Dreh dich doch mal um, wenn ich mit dir rede. Heieieiei. Aber bis auf das Ganze hier gibt es eigentlich nichts. Nur ein paar verlorene, okay.
aber irgendwie nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, Alter, Verwalter, verstehst du? Das ist immer so meine Intention. Also irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist irgendwas nicht vollständig. So, nee, da kann ich nicht hoch. Das ist ja auch nichts für uns. Ich weiß noch nicht. Finde alle Eispranken. Warte mal. Ist das der hier wieder weg gewesen? Das war dieser hier, ne? Ja. Okay, und da war ich am Ende. Hier? Hier. Da war keine Pranke? Beziehungsweise eine? Und hier und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt müsste es hier weitergehen. Aber man sieht auch nichts in diesem Dungeon, ne? Weil das ist ja auch so eine typische Tür. Irgendein Knopf, irgendein Schalter. Was man irgendwo betätigen kann? Hier ist gar nichts. Das verstehe ich nicht. Es muss doch irgendwo etwas. Alter. Alter. Wollt ihr mich komplett verarschen? Boah. Nicht schlecht. Genauso hurensöhnig versteckt wie der Rest dieses, wie das ganze Schloss. Aber nicht schlecht. Muss man einfach mal gerade eingestehen. So, hier geht's raus irgendwo, ne? Da, ja. So. Düstertal. So, Spiegeln. Was haben wir hier? Diese Ebene tatsächlich gemacht. So, ich gehe jetzt noch gerade kurz in die verlassene Hütte. Anscheinend habe ich da irgendwie was vergessen.
Oder nein, das war das, wo ich so lange speichern, wo ich so viel Speicherzeit verloren habe, glaube ich, ne? Beziehungsweise nicht Speicherzeit. So, hier. Es war wahrscheinlich wirklich einfach nur, dass das irgendwie damit zurückgesetzt wurde. So, jetzt kann ich noch gerade, wir haben ja noch ein paar Minuten, also wenn, dann wollen wir schon auf 30 Minuten kommen. Da mache ich hier noch, weil ich will jetzt diese untere Ebene machen dann. Die ganzen Schneegebiete, die sollen bitte zum Schluss kommen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das wird nur mit diesen, mit Bergen sein. Und da hoffe ich, dass einfach, dass diese ganzen Symbole bis dahin dann alle sichtbar sind. Und deswegen mache ich diese Schneegebiete wirklich zum Schluss. Da habe ich so null Lust drauf. So, da oben rechts. Ja, morgen. So, ist mal wieder gar keiner hier. Gut. Wieso ist das denn so eine große freie Fläche? Hey! So. Da ist auch noch eine Eisklaue. Ist ja wie ein Golfplatz ist das ja hier. Hallo Wölfe. Ihr gebt mehr Erfahrungspunkte, habe ich gehört. So, wie gesagt, aber schönes Blumenmeer, aber irgendwie wirkte das wie ein Golfplatz. So, hier war doch dieser Ort, wo ich mich so aufgeregt habe, weil man in einem Rollenspiel die Einschränkung bekommen hat, nicht frei zu erkunden. Es ist auch mega abfuckend. Nicht, dass man es halt trotzdem machen könnte, aber halt diese Tatsache, dass sowas halt einfach programmiert wurde, ganz, das ist peinlich. Sowas finde ich peinlich. Für ein Rollenspiel auf jeden Fall. So, südlich. Sind hier noch welche? Ah, guck mal, hier, aber, ne, du merkst, es sind direkt nicht mehr so Steine und so irgendwie alles im Weg. Nein, es ist direkt schön. Das ist direkt schön, da mag man richtig das suchen. Ah ja, hier sind wir ja bei. Wie heißt das nochmal? Ark. So, jetzt ist die Frage. Nee, anscheinend ist das hier da. Okay. Hi, Grubenzuflucht. Hi. Hi. Dachte, ich hatte schon irgendwie sowas gehört. Hä? Gefährliche Gegner oder so, aber dann. Naja. Sind das Nirimesen oder sind das einfach nur irgendwelche. Irgendwelche Kriminellen? Ah, es sind einfach nur irgendwelche Kriminellen. Hallo? Naja, dann nehme ich. Keine Aufmerksamkeit ist auch negativ. Ist richtig traurig für den sein, ne? Dass man sich einfach so denkt, so, ja, nee, der ist mir jetzt nicht.
meine Lebenszeit wert genug. So, und wenn ich das doch jetzt logisch nachvollziehe, dann müssten doch hier von den Stadttoren tausende Nerimesen sein, die uns angreifen, oder? Aber es ist so friedlich hier. Gibt sie mir alle, ich schlachte mich da durch. Ah. So, die Hälfte haben wir. Es sind nur Steine, keine Wölfe, okay. In der Felsenzuflucht ist der letzte, oder? Also der letzte hier jetzt. Huch. Magisches Symbol, ja. Okay, einfach nur das Ding suchen und dann zack, wieder raus. Das kriegen wir hin. Davon gehe ich aus. Dafür bin ich ausgebildet. So, wo ist das denn? Hä? Sag mal. Dieses näherkommende Geräusch, ne? So. So, wo bist hier drin? Ist doch gar nicht hier. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Ja, also anscheinend ist das doch nicht hier drin. Ich bin verwirrt. Aber das eine Ding will ich jetzt in dieser Folge doch noch finden. Also das wär's, ist es mir jetzt noch wert. Dauer Erdbeben, ne? Ich habe das Gefühl, irgendwas ist hier verbuggt. So, ich muss das mal auf die altmodische Art und Weise machen mit dem magischen Symbol. Also mit der altmodischen, weil ich glaube, dass irgendwas hier nicht so wirklich funktioniert. Wenn ich in der Höhle bin, wird es mir nicht angezeigt. Wenn ich außerhalb der Höhle bin, auch nicht. Einfach so. Zack, weg. Ja, es passiert gar nichts, ne? Ja, das ist irgendwie komisch. Ich guck mal, ob ich, wenn ich irgendwie mich durch diese Dinger porte, ob ich dann irgendwie von außerhalb sehe, dass da irgendwie ein Symbol ist. Also von innen funktioniert das nicht. Das ist jetzt einfach nur Bug-Fixing.
was ich hier versuche zu betreiben. Weil hier muss anscheinend irgendwie ein Symbol sein, was er aber nicht erkennt. Hallo, hallo! So. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also, das muss ich jetzt gerade mal googeln. Wird eine Überlänge-Folge nur, weil da wieder so ein Bug drin ist. Bedankt euch bei denen, nicht bei mir. So. Fundorte, Enderal, Zeichen, so. Felsenzuflucht, Hinterausgang im Turm. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist der Hinterausgang gewesen? Nee, hier nicht. Wer bist du? Okay. Jetzt bin ich mir arg unsicher gerade, wo es hier rausging. Ging es hier rein, raus? Jetzt bin ich durcheinander. Okay, das ist der Eingang. Heißt also, irgendwo auf der anderen Seite geht's raus. Klar. Alter, ah, habe ich mich erschrocken. Ha! Habe ich nicht mit gerechnet. Warte mal, ich gehe nochmal durch den richtigen Ausgang, also Eingang raus. Irgendwas funktioniert hier nicht so. Hinsucht den Hinterausgang im Turm. So. So. Da irgendwo ist ja dieser Turm. Da heißt also, dass irgendwo hier das Symbol ist. Meine Güte. Das war eine schwierige Geburt. Was ist das? Ach, Gift des Leidens. Hi. Ich mache einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.